Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Duke of Bolgar bei CK2. Wir haben das Khanat der Walachei gegründet, also das Königreich der Walachei im letzten Part, denn wir wollen Prestige sammeln, Leute. Wir haben nämlich ein richtiges Problem. Interessanterweise habe ich jetzt 3 Domain mehr. Warum? Wo? Das ist meine Personal Domain? Hä? Warum habe ich jetzt mehr Domain? Das ist nicht mein Personal Holding. Da gehört nichts von mir. Das schon. Das könnte ich noch loswerden, aber die will ich nicht loswerden. Die bringt mir eine Menge Levy. Also das sind 2, 4, 5, 6. Wo ist das nächste? Wo ist das letzte? Hier muss noch eins sein. Gehört hiervon was mir persönlich? Nein. Auf gar keinen Fall. Was, wo gehört mir denn noch was persönlich? Wenn man die Main Size überschritten ist, das gibt ekelhafte Mali, den will ich nicht haben. Wrong type of holding. Ich habe eine City bekommen, woher auch immer die kommt. Ja, die hier. Kann ich? Warte mal. Ah. Okay, mit V. Einfach draufklicken, V, gut, weg ist. Okay, gut, die sind weg. Damit bin ich auf 7. Würde ich natürlich gerne behalten, aber nein. Also Briansk. Achso, klar, die habe ich ja gerade erobert. Ach, ich bin so doof, das habe ich noch nicht gemacht. Ja, du kriegst Briansk. Bist du irgendein Erbe? Nein. Land a title, County of Briansk, include lower titles, have fun. Tschüss. So. Sehr gut. Dann haben wir das auch wieder erledigt. Wir haben das Königreich geschaffen. Das heißt, die haben jetzt, das Königreich hat einen Claim da drauf. Den könnte ich, glaube ich, auch pressen. Ich könnte das Königreich... From someone who is at war. Mit wem hast du Krieg gerade? Ah, Holy War for Sakel, okay. Die helfen gegen Ithil, wie sie auch gegen mich geholfen haben. Dumm. Sehr dumm, aber wenn sie es brauchen. Ist das mein Retinue? Ja, das ist mein Retinue auf jeden Fall. Cancel. Gut, dann könnt ihr wieder hierhin zurücklatschen. Ich habe euch eigentlich nicht so gerne an der Grenze direkt, ne? Außer hier vielleicht. So, was noch? Dangerous Factions. Ja, mit den Factions, da haben wir jetzt ein großes Problem. Hm. Pat? Nee, Kadam. Okay, achso, Pat bin ich. Ach, kann Pat der Zweite, okay. Können wir dich töten? Ja, wir können dich fast töten. Vielleicht mit ein bisschen schmieren. Bin mir nicht sicher. Wenn der Faction Leader tot ist, dann ist es vorbei. Bum, bum, bum. Die mögen ihn alle zu sehr. Die ist dafür 20%. You're in. Mal gucken, wie das damit wird. Denn es waren nur 20 Goldstücke. Das geht. Converted to Sunni Faith. Okay, sehr gut. Ich glaube, kann ich ihn noch nicht umsetzen, den Imam. So. Ihr könnt weg... Das sind auch Retinue Troops. Geht ihr auch dahin? Ihr könnt weg. Ja, 2000 Mann haben wir stehende Armee. Important decisions. Yeah, Mecca, go for it. Vessel Ravi Slave to Race too long. Ja. Wir können mehr Prestige bekommen. While preparing for my pilgrimage to Mecca, my son comes to me and asks if he can join me. Prinz Gary kommt mit. Warum nicht? Jo, ein bisschen mehr Gold ist auch nicht schlimm. I am now fully prepared for my travel to Mecca. There will be a regent ruling Volga Bulgaria while I'm away. Onwards to Mecca. Aber das ist wichtig und das bringt uns Ansehen. Appointed you as a regent. I've been appointed as your regent, okay? Mein Sohn. Ja, ist okay. Okay, wir können doch noch ein Tournament machen. You are fortunate to encounter a large, well-guarded caravan heading in the same direction as you. After joining with them, you encounter several bandit groups as you journey forward, but they are all scattered at the side of the caravan, preferring instead to prey on smaller bands of pilgrims. Cowardly scum. Mehr Prestige. Deshalb ist es halt gut, mehr Prestige. Piety ist eigentlich ziemlich gut bei uns. Wir könnten eine Invasion von Ruthenia machen. Oh, das wäre so gut, Leute. Das wäre so gut. Vor allem, weil die eh gerade kämpfen und damit beschäftigt sind und vor allem nichts können. Oder Invasion von Ungarn. Aber dann wären wir halt auch hier mit stark dabei. Aber wenn er noch keine Alliierten hat, würde ich das sogar vorziehen.
Mit Ruthenia. Okay, cool. Also er ist mit Ruthenia alliiert. Wäre kein Problem, die können wir auch platt machen. Weil wir könnten es schaffen, Leute. Wenn wir Ungarn haben, das wäre schon mal eine ganze Menge mehr. Das wäre eine ganze Menge mehr, sag ich. Wäre das gut. Wir wären aber noch mehr im Ziel des Byzantinischen Reichs. Das ist nicht so gut. Sind wir so schon genug? Oh, schaut euch an. Die haben ja nämlich auch schon wieder mehr gesammelt. Ja, ist halt dynamisch, ne? Was ich mache, dann machen die anderen auch was. Litauen. Aber ich würde gerne Ruthenia haben. Ganz ehrlich, ich will Ruthenia haben. Och, hier wären die Invasionen so einfach mittlerweile, ne? So Pillepalle. Und es würde uns auch noch eine Menge Truppen geben. Wir könnten ganz Ruthenia haben. Kann ich noch einen Titel bekommen? Ne, den Kingdom of Rus-Titel kann ich hier noch nicht abnehmen, weil sie gerade im Krieg ist. Ich kann aber auch sonst keinen mehr kreieren, leider. Aber den wichtigsten haben wir. Da haben wir viel Prestige mit gesammelt. Wie könnte ich noch Prestige sammeln, indem ich ein Turnier abhalte? 200 Gold. Ja, wir haben so viel Gold. Und wir kriegen dadurch einfach mehr Prestige. Und das ist gut. Das ist einfach nur gut. Die Plot Power ist zu gering. Das bringt nichts. Schade. Wie sieht's mit den anderen aus? Factions. Ah! Es sieht schon besser aus. Schaut's euch an. 36%, 17%, 26%. Okay. Was bist du eigentlich für einer? Du siehst nicht wirklich Bolgar aus. Wir müssen dich einfach mal töten. Bitteschön, viel Spaß. Kill him. Wir haben noch Minor Titles. Oh, wir haben einen Commander. Cool. With a Martial Skill of 8. Oh, a decent Commander. Decent? Das nennst du decent? Das da wäre ein decent Commander. Da haben wir noch einen Commander. Bam. A masterful Commander. Yes, please. That's it. So, der hat seinen Commander-Titel verloren. Der ist doof. Wir haben noch einen Kurt Poet. Kurt Dwarf. Es gibt keine Dwarfs bei uns im Königreich. Ein Eunuch haben wir leider auch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Traveling to Mecca gives time for reflection. A man should not go into excess when it comes to food and should always abstain from wine. Ja, super. Mehr Piety. Oh, wir könnten eine Invasion machen, Leute. Wir könnten eine Invasion machen, das wäre so gut. Ja, wir hören dem alten Mann natürlich zu. The old man quotes the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace from Sunnah. Ja, bla bla bla. The most evil traits in a man are severe stinginess and uninhibited cowardice. Stinginess is to be stingy. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß es, ich könnte es gerade nicht erklären. Aber Cowardice ist natürlich klar. Es ist, wenn man feige ist. Feigheit. Komm, wir kriegen einen Marshal. Wow. Ich meine, gut, dann haben wir ein bisschen Marshal, aber... As you arrive in Mecca, you change from your traveling clothes, the clothes and dress in the white Ihram clothing. This clothing is intended to make everyone appear the same, as in the eyes of Allah there is no difference between a Khan and a Pauper. Was auch mal der Pauper ist, weiß ich nicht. Pauper, Pauper, keine Ahnung. I'm humbled. Yes, I'm humbled. I'm so humble. You are now at Kaaba itself and performing the Tawaf. So was ist oder wie man es auch immer ausspricht, tut mir leid, Leute. Also für die, die es können, können das gerne reinschreiben, ob man da irgendeine Lautsprache oder so hat, aber ne. Seven circuits you will walk around the black stone and each time you complete a circuit you point to the stone and say in the name of Allah, Allah is great. Yeah. Proud oder humble? Wir machen es so dreimal. Wir sind humble. Humble ist immer gut, denn humble bringt uns extrem geile Boni. Mehr Piety, same trade opinion, ist halt gut. Opposite trade opinion, das wusste ich nicht, das ist neu. Die haben anscheinend auch die Trades geändert. Jo, sie haben sie geändert, definitiv. Die sind content, ich will nicht content werden. Oder content sein. Ich meine, Liege opinion, das ist super, damit sind die Vasallen halt nochmal voll geil dabei. Anscheinend. Anscheinend auch nicht. Ist cool. Envious, okay. Dishonorable, short rain. Ja, das ist dishonorable, das ist auch nicht so gut, wenn ich honorable bin oder sowas. Oder just. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut. Sympathy of Christendom ist auch nicht so toll. Was ist da? Oh, und der hat natürlich eine Schule gewählt. God damn it. Mirza. Mirza ist doch... The mother of this character is a Sayyida. Patrilineally descended from the poet Prophet Muhammad, okay? Mirza. Oder Mirza wahrscheinlich eher, aber naja. Aber gut, wir haben ein paar, die gut dabei sind. Wie sind unsere Truppenstärke? Sieht gut aus, Leute, sieht gut aus. 12k ist okay. Ist okay, ist nicht super, aber ist okay. Mit 12k können wir was Gutes machen.
While performing voodoo here, before the night's prayer, a fellow pilgrim points out an impurity in the water. Cleanliness is half of faith. Gut, unser Sohn. Ja, sehr schön, der mag uns mehr. Für 60 Monate. Ja. Performing the Sa'i involved running 7 times between the hills of Safa and Marwa. Gott, ist ja bescheuert. This is done to remember the search of for water by Ishmael's mother. I feel invigorated. Ooh, invigorated. Gained 1 health. Nice. My spymaster tells me that information about my plot to kill blah might leak. Oh, toll. Yay, bring me good news, you ass. It has come to my attention that you are the leader of a plot to kill blah. I find this most fascinating and I bet that others would too. I suspect that you wish to keep this a secret, but silence comes with a price. I don't have a choice. Ja, halt die Schnüss im Kuh. Approve und kill him. Kill him and all will be well. Obwohl, muss ich gar nicht mehr, oder? War das nicht wegen Independence? Den will ich töten? Ich weiß schon mal, wen ich töten will. Ach, den, ja, einfach weil er ein Arsch ist. Heir to the Mosque und Duke of Yaik. Warum will ich einen Duke töten? Ach so, wegen dem da. Ja, weil er einen anderen auf. Weil er einen Claimant dranbringen will und den da, der wird als nächster drauf gehen. As you travel back home from Mecca, you encounter a very poor village, where even the richest seem to starve. Joa, wir müssen ihm helfen. Wir helfen ihm. Mehr Piety für uns, yay! A time for heroic deeds? Ach so, jetzt sind wir beim Dings, glaube ich. Yep, tot, dankeschön. Faction done. Nächste Faction. Ach, gut, dich kriege ich leider nicht. Wie sieht's mit dir aus? Oh ja, dich könnte ich kriegen. Mit dir? Ja, ich nehme dich. Independence Faction is never a good thing. Never. So, wie sieht's aus? Ich könnte da jemanden bestechen. Das gehört halt auch zum Spiel, Leute. Man muss diese Intrigues machen. Das hilft einem sehr, seine Macht zu halten und auch weiterzukommen und andere Macht zu erlangen. Und wir müssen es einfach, wenn wir in irgendeiner Form hier gewinnen wollen. Bitte schön, sei auch dabei. Deswegen sind die Plots gar nicht mal so unwichtig. Master, your honored guests, bla bla, has sadly suffered serious wounds during the events. Oh, this tournament. Your memory recovers swiftly. I have returned to my court, a changed man. I'm truly humbled before Allah, and I know that all men are equal and can live in harmony with each other. Still, I will kill every single one of them. Yay, wir sind Hajjaj. The regency for Khan Part 2 of Olga is ended. Ja, okay. Wusste ich schon. So, wie schaut's aus? Bist du bald mal fertig mit deinem Krieg, Mensch? Ist ja abartig, was du hier wieder treibst. Es wird Zeit. Wir könnten aber jetzt Ruthenia angreifen. Wie gut bist du dabei, Troller? Gar nichts. Aber ich will Ruthenia haben, Leute. Dann hätten wir eine riesige, riesige Border mit jedem. Geil. Also nicht wirklich gut, aber dann hätten wir viel Auswahl. Litauen, Polen, Ungarn. Oh, Ungarn wird gerade von Revolten zerrissen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt das Königreich versuchen würde... warum kann ich das bei Ruthenia? Achso, okay. Ich habe keine Armies. Ich habe keine Armies. Alle Armies stand up. Ja, die nicht. Dann. So. Wenn ich jetzt versuchen würde, das Königreich... zu beholen mir, zu invasieren, dann würde es nicht funktionieren, glaube ich. Ja, dann würde ich nur das kriegen, was der König gerade im Besitz hat. Und das ist Quatsch. Das heißt, ich muss warten, bis die fertig ist. Das, wir können eigentlich auch hier angreifen. Bitteschön, declare war. Invasion of Ruthenia. All of this shall be ours. Dann hat sie nur noch das bisschen. Damit ist sie im Grunde tot. Und ich bin dafür, Leute, wir versuchen das jetzt. For good or for worse. Moment, hast du Alliierte? Cumania, ja, der kann eh nicht mehr helfen. Der wird gleich down gehen. Ah, das ist natürlich schlecht, dass der König von Ungarn jetzt da mitmachen würde. Denn dann wären es ein bisschen viele, ehrlich gesagt, ne? Oh, der Leader der Revolte ist selbe Dynastie, großartig.
Obwohl, der König von Ungarn dürfte gerade nicht viele Truppen haben. 5000 Mann. Das sind immerhin noch 13.000, wenn wir schnell sind, kriegen wir das hin, Leute. Oder wenn wir uns noch die Holy Order... Die Holy Order können wir uns einfach nicht holen, das ist eine Invasion. Aber wir könnten, wir haben genug War Chest, wir könnten uns eine Mercenary Band noch dazu holen. Vielleicht sollten wir das direkt machen. Können wir uns eine holen, die gut ist? Sowas hier, na, die ist nicht wirklich gut, aber sie werden, das werden immerhin Truppen. Boah, 630, what? Aber sie wäre auch günstig, monatlich halt. Aber wir können sie mit den Beschenkband holen. Die waren awesome, Leute. Die waren richtig awesome. Ich bin dafür, das machen wir. Ja. Krieg gegen Ruthenia. Wir hauen dir jetzt endlich mal alles weg, Mädchen. Das ist vorbei, Mann. Mein Mädel. Ach so, doch, es ist. Orthodox Rulers might ask to join. Oh oh. Bist du orthodox? Du bist orthodox. Scheiße. Warum ist die hier immer mit dabei gewesen? Die sind nicht orthodox. Doch, die sind orthodox. Warum ist das Byzantinische Reich nicht die ganze Zeit mit reingekommen? Und hat mich versucht wegzuklatschen, wie noch was. Das wundert mich. Ganz ehrlich, das wundert mich, weil guck mal, 16.000 Mann. Seid ihr auch orthodox? Ihr seid Katholiken sogar und euch habe ich angegriffen. Ha. Huh. Sind wirklich Katholiken. Ja, das ist natürlich schlecht. Und ihr seid Katholiken. Das heißt, eine Invasion könnte ich gar nicht machen, weil dann könnte das Heilige Römische Reich und das Byzantinische Reich dazukommen. Kann ich euch invasieren? Wie schaut's aus? Invasion, bitte? Ah, goddammit! Kann ich natürlich nicht. Ich könnte ein bisschen Conquest machen. Gegen die. Aber nur gegen so ein bisschen Quatsch hier. Ist jetzt nicht wirklich... Wo ist denn das? Wo ist denn Urgisch? Ich weiß nicht, wo das ist. Seht ihr mal, ich sehe es nicht. Seht ihr es? Ach, da unten. Oh mein Gott, ja genau. Ja, wegen so einem Single-Ding, das würde ich machen. Also ich würde meine Dukes gerne dazu bringen, dass sie das machen, aber... Pff. Wie viele Leute hast du denn? Gar nichts. Sie hat praktisch nichts. Ich will, dass das Byzantinische Reich schon in einem Krieg ist, damit sie abgelenkt sind. Die sind in einem Krieg. Gegen Holy War of Azerbaijan. Das heißt, sie sind im Krieg mit denen hier, oder? Mit dir bist du im Krieg. Ja. Dagegen sind sie im Krieg. Gegen Persien. Okay. Nee, Leute. Nein, Leute. Wir versuchen es. Wenn wir draufgehen, gehen wir drauf. Ist wurscht. Ist mir wurscht. Wir machen das jetzt. So. Was wollte ich noch machen? Irgendwas wollte ich vorher noch machen. Achso, die Mercenaries. Ja, die können wir auch dann holen. Invasion of Ruthenia. Ich will den Quatsch jetzt endlich haben. So. Mit Allies. Ihr seid die Revolte. Ja, ihr kommt trotzdem mit. Ist mir egal. Du kommst auch mit. Ihr kommt alle mit. Alle. So. Ich hoffe, nicht war das kein Fehler, den auch reinzurufen. Dann Levies. All up. Wir brauchen jeden Mann. Jeden einzelnen. Wow, die haben ganz schön was gegen uns aufzubieten. So. Wow, was zur Hölle? Tengri Uprising. Warum sind die auch gegen mich? Ich hoffe, die bleiben nicht gegen mich. So, ihr kommt, sammelt euch alle hier. Ja, das müsste eigentlich gehen. Sonst kann ich immer noch disbanden. Alle sammeln, dann will ich eine Mercenary Band haben. Wow. Scheibenkleister, das ist nicht so gut, der Typ. Der ist echt nicht so gut gegen mich. Das ist ziemlich stark gegen mich schon. Ich will den da erst platt machen. 10%, aber hier ist es nicht so schlimm. Was ist das mit diesen Threats, bitte? Wo waren das? Ah, wir haben auch neue Laws. Wow. Tribal Levies.
The tribes are expected to provide a substantial amount of troops for the defense of the realm. Oh, cool. Das ist natürlich cool. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber läuft. Ich will nochmal gerade nachgucken, wo kam das mit den Threats her? Hier! Ach so. Faction Leader, Faction Member, Faction Leader, Faction Leader, Faction Leader, ja. Okay. Einen davon versuche ich ja schon zu killen, nämlich den, ja, der gar nicht mal wenig Threat ist. Können wir den? Ne, können wir nicht usurpen. Okay, ich hoffe, das geht gut, Leute. Das wird nämlich echt eklig. Mercenaries. Hier holen wir die Pesheng Band. Fand ich cool das letzte Mal. Ja, und die sind genauso wie die Alan Riders. Wir nehmen mal die Pesheng Band. So, lass uns mal herkommen. Oh, wir sind auch hier im Krieg. Die wollen nicht, die wollen auch nicht. Ihr könnt mal hier unten bleiben und erstmal hier euch sammeln. Dann können wir nämlich gegen die da vorgehen. Ja, ist noch einer. Maint, wow! Der wurde maint, das ist schlecht. Oh, guck mal, wir haben sogar einen. Yay! Von Kiva. Oh Gott, Kiva, wirklich. Der kommt mit zwei Truppen an. Ne, mit 1300, 1400? Mit 2000 Mann? Okay. Können wir machen. Hauptsache renne ich in die da rein, in die scheiß Revolte von denen. Die soll bloß nicht zu mir kommen, die Revolte. Oh, wow, für 20 Jahre der Gewinner des großen Turniers. Commander of Torzok. Okay. Das ist ein russischer Muslime. Okay. Yay, indeed a mighty warrior. Yay. Let no one deny his skill. Yay, second place. On third place. Yep, super. Geil. Ist geil, ne? So, wir sind zwar im Krieg, aber irgendwie lief es doch noch weiter. Finde ich gut. Wir könnten den Geld geben. Für Piety später. Wir mussten jetzt so viel Piety opfern. Oh Leute, hoffentlich geht das gut. May recover swiftly. Ja, ja, I don't care. My Khan, word has reached that your Count Imam has accused me of heresy. I implore you as a devout Sunni to another devout Sunni to believe me when I tell you I am not a heretic. Wer bist du denn? Irgend Count. Chancellor of Kipchak. Okay, der mag mich dafür. Und der wird mich hassen, weil er chastised wurde. Aber er wird mich auch nicht mögen, wenn ich es nicht mache. Und das ist mein Sohn. Ja, fuck it, he's not a heretic. An event to remember, anscheinend. Yep, awesome. Aber mit jedem, das ist geil. Das hier ist das, was wir brauchen, Leute. Denn dann bringen sie uns mehr Levies. Oh, oh, Scheibenkleister. Das wollte ich eben verhindern, dass sowas passiert. Oh, die sind doch ganz schön in unserem Land hier. Geht immer mit da hoch. Okay, hier haben wir schon mal 5000. Bringen wir da runter. Humania ist beschäftigt. Kann nichts machen im Grunde. Hier haben wir nochmal 2500. Ja, das war ein Defeat, das war klar. Courtier named Zelekman appears. Okay, super. Was bist du? Was bist du für ein Courtier? Search Realm. Zelekman. Zelekman. Wo ist Zelekman? Ich sehe keinen Zelekman. Ich kann doch hier, glaube ich, auf mein Court gucken, ne? Court. Zelekman, was bist du für einer? Bist du eine komische Gerle, da. Zelekman, super, du bist Jude und Ashkenazi, ein Israelit. Okay, herzlichen Glückwunsch, schön, dass du da bist. Intricate Webweaver, der Typ ist awesome in dem Punkt. Mag uns nicht so sehr, aber... Willst du verheiratet werden? Deceitful versus honest, foreigner, known as known murderer. Ich meine, er ist ein... Natürlich ist er ein Murderer. Spymaster. Nee, aber das ist ein Mayor. Ein Mayor ist mir wichtiger als ein Courtier, deswegen bleibt er da. Nope. Ist mir egal. Was du willst, du Doofi. Hier sind wieder 5000 Mann. Die können wir hier runter, hier lang senden. Während die hier hingehen,
Das wären gleich wieder 5000 Mann. Sehr gut. Guck mal, wir 15.000 Mann hier schon haben. Einfach mal so. Ja gut, die Mercenaries sind ja auch noch mit dabei. Aber jetzt muss ich das ganze Kingdom runter siegen. Ich muss alles, mindestens die, also alles eigentlich durchsiegen, damit das funktioniert, Leute. Denn sonst habe ich die ganzen Typen wieder dabei und da habe ich keinen Bock drauf, wenn das möglich ist. Wenn das für uns möglich ist, will ich das nicht haben. Sie hat keine Verbündeten bisher, das ist so gut. Okay, Leute, aber wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Duke of Bolgar und dann schauen wir, ob das hier funktioniert. Bis dann, Leute. Tschüss.